Jetzt läuft die Viererkette. Der FCA-Podcast. Der Augsburger Allgemein. Herzlich willkommen zur Viererkette, dem FCA-Podcast der Augsburger Allgemein. Diesmal mit Johannes Graf. Servus. Mit mir, Florian Eiserle. Und eine Niederlage. Das kannte man lange Zeit gar nicht mehr in Augsburg, wie sich das anfühlt. Das weiß man jetzt wieder sehr genau. 1:3 hieß es am Ende in Sinsheim. In der Pre-Zero Arena. 1:3 gegen die TSG Hoffenheim vom FC Augsburg. Das Spiel ist es so bestritten worden. Und die eigentliche Überraschung war die Formation. Denn man hat beim FC Augsburg gesehen, dass der Trainer die Startelf nur in sehr homöopathischen Dosen anfasst. Sowohl was Formation als auch was Aufstellung der jeweiligen Spieler angeht. Und das Spiel in Hoffenheim hat gezeigt, warum das bislang eine gute Idee war, oder? Ja, das hat es gezeigt, aber er war natürlich auch dazu gezwungen, dass er die Mannschaft umstellt, weil halt schon die Liste der Verletzten sehr lang war vor diesem Spiel. Dann kam auch noch Christian Jakic dazu, der sich erst fit gemeldet hat, dann beim Aufwärmen wieder was gespürt hat. Nach 10 Minuten war dann auch Schluss. Also es waren schon wirklich viele Ausfälle, die zu verkraften waren. Vor allem eben auch die Problematik auf der rechten Seite. Kein Rechtsverteidiger mehr da nach dem Kreuzbandriss von Gumdi, nach dem Ausfall von Babu und dann hat Torup versucht, seiner Mannschaft zu helfen, indem er auf eine Dreierkette umstellt, hat aber eigentlich eher das Gegenteil zu verantworten gehabt. Genau, also wir haben dann 3 Innenverteidiger, Felix Urukay, Jeffrey Haube-Leo und Maxi Bauer. Und auch eine zusätzliche Schwächung finde ich, Ruben Vargas ist dann von der gedachten 10 in der Formation mit Raute auf die eigentlich Rechtsverteidigerposition, kann man sagen, aber ist so, ne? Ja. Gewechselt. Und das ist auch jemand, dessen spielerisches Potenzial dann natürlich fehlt, wenn der da außen Tor nimmt. Ja, das hat wirklich überhaupt nicht funktioniert. Und es war tatsächlich nicht nur wegen des Personals, also wegen der Spieler, die nicht da waren, die verletzt waren, sondern es war schon wirklich eine taktische Geschichte. Und wie du schon sagst, Vargas auf der rechten Seite, das hat gar nicht funktioniert. Der ist ja wirklich aufgeblüht auf dieser 10er-Position im zentralen offensiven Mittelfeld. Und das war dann wirklich so das Problem, dass man einfach das Mittelfeld überhaupt nicht geschlossen bekommen hat. Die Hoffenheimer fanden es, glaube ich, ganz cool, sich da durchzukombinieren. Und entsprechend sind dann auch die ersten beiden Tore relativ schnell gefallen und eigentlich auch so nach dem Strickmuster im Mittelfeld zu viel Raum, schön durchgespielt. Und dann lag man 0:2 hinten und das war natürlich dann schon eine Hypothek, die der FC Augsburg erstmal verkraften musste. Dann wird es nicht leichter nach einer 0:2, das stimmt, das ist die alte Regel. Aber ich finde, diese Personalgeschichte, die wir hatten, die ist auch eine sehr lehrreiche Geschichte gewesen, denn du hast ja gesehen, wir hatten jetzt schon den Fall sozusagen am Sonntag, was in der kommenden Saison passieren wird, nämlich dass Iago weg sein wird, das ist ja so, der geht zurück nach Brasilien und dass Kevin Mbappé sehr wahrscheinlich weg sein wird, der ja dessen Vertrag ja keine Kaufoption beinhaltet. So, jetzt hast du die beiden Außenverteidiger, natürlich wird sich rechts was tun beim FC Augsburg. Auf links wird sich was tun. Auf links wird sich auch was tun müssen, weil du hast gesehen, dass es rechts gibt jetzt einfach keinen mehr. Du hast Robert Gumni, man weiß nicht genau, wie lang er ausfällt, zumal muss man aber schon auch sagen, hat auch Robert Gumni also noch kein Kreuzband. Das hat jetzt nicht den Eindruck erweckt, das ist jemand, auf den du ganz ohne Wenn und Aber bauen kannst auf rechts. So. Und dann hat man theoretisch noch Raphael Framberger, der ist aber immer noch im Krankenstand. Dem wünschen wir natürlich alles Gute, aber es sieht jetzt nicht danach aus, als ob er in allernächster Zukunft nach seinem Kreuzbandriss, den er in Sandhausen erlitten hat, noch bei der Laie zurückkommen sollte. Das heißt, du musst was machen. Und auf links hast du die Personalie Mats Pedersen, von dem man eigentlich oft sagt, ja, das ist ja auch ein sehr guter Linksverteidiger und das ist er an guten Tagen auch. Aber an diesem Sonntag in Hoffenheim hat er auch gezeigt, wo seine Schwachstellen liegen. Und genau, die waren beim ersten Tor sehr deutlich zu sehen. Ja, das war leider wirklich schon sehr, sehr deutlich zu sehen, dass er einfach da in gemächlichen Schritte sich dann wieder Richtung eigene Hälfte bewegt hat. Und das war halt dann doch wirklich zu gemächlich. Und entsprechend offen war dann auch diese Seite. Da ist dann auch das Tor gefallen, das 0:1. Also der lässt Kader Schabek laufen, ist dann am Angriff, den Hoffenheim kontert. Hat man auf The Zone auch ganz gut gesehen. Die haben das schön herausgearbeitet, die Kollegen. Dass du siehst, Pedersen bleibt vorne links stehen und denkt, ja, ist ja noch gar nicht so spannend. Es geht halt allerdings einfach sehr schnell alles. Ja, ne? So schnell ging es aber in dem Fall gar nicht, sondern das war einfach das zögerliche Zurücklaufen. Und ich bin der Meinung, wenn er da wirklich im Sprint nach hinten gelaufen wäre, dann wäre er auch rechtzeitig da gewesen. Weil es war ja nicht so, dass das sofort auf die rechte Seite wieder der Ball gekommen wäre, sondern das war ja noch, gab eine Zwischenstation im Mittelfeld. Also war einfach ein Fehler und ist wirklich so die Bestätigung.
Petersen ist an guten Tagen wirklich ein richtig, ein guter Linksverteidiger in der Bundesliga. Man hat da auch immer sofort dieses 1-0 gegen Bayern vor Augen, diesen super Schuss, linker Außenriss, ein tolles Tor. Andererseits hat er halt auch manchmal schlechtere Tage, wo er dann einfach wirklich zu Fehlern gut ist. Und also Außenpositionen, finde ich, ist eine ganz spannende Situation jetzt auch in der Sommerpause. Gibt aber auch viele andere Positionen. Also im Angriff mit Ermedi Minimirovic weiß man nicht, was passieren wird. Ruben Vargas weiß man nicht, was passieren wird nach einer vielleicht sehr erfolgreichen EM. Also da kann schon sein, dass es größere Umbauten gibt. Mhm. Aber vor allem halt eben die Außenverteidiger. Vor allem, wenn du ja, ich meine, jetzt hast du den Vorteil bei Demirovic und bei Vargas ja eigentlich auch, dass du zwar noch die Hand irgendwie drauf hast, dahingehend, dass die Vertrag haben, weil bei Vargas in Vertragssituationen haben wir ja schon mal beleuchtet, bis 25. Das heißt, in dem Sommer wird sich sehr wahrscheinlich was tun. Da ist es jetzt nicht völlig dem FCA überlassen. Aber natürlich wird sich auf den Außenverteidiger was tun. Und vor allem, wenn du siehst, wie wichtig die Außenverteidiger in diesem, jetzt gehen wir mal davon aus, dass es weiterhin ein Rautensystem mit 4-4-2 geben wird, in diesem System sind, dann ist es umso wichtiger, dass du sagst, du holst dir frühzeitig Spieler, die dazu passen. Du kannst weder mit Jago noch mit dem Babu leider jetzt so richtig planen für die nächste Saison. Also das war insofern eine sehr wichtige Lektion, die so es vielleicht noch nicht angekommen sein sollte, glaube ich aber schon, nochmal bewiesen hat. Hier, ganz wichtig, ne? Außenverteidiger. Wir müssen auch kurz noch über das zweite Gegentor sprechen. Ich finde, da macht auch die ganze FCA-Defensive oder die ganze Mannschaft des FCA eigentlich keine gute Position. Also es war ein extrem hoher Pressingdruck von Hoffenheim und wenig Ballsicherheit und Passschärfe beim FCA. Gab eigentlich mehrfach die Chance, den Ball wegzuhauen oder zu klären. Und am Schluss kommt ein unglücklicher Pass von Finn Dahmen, den Stach abfängt und dann zeigt Kramaric, oder der zeigt Offensivabteilung, warum sie eigentlich ganz gut was, dass sie auch einfach gut kicken können, ja, ist einfach so und passgenau das Ganze auch unterbringen. Aber finde ich schon auch sinnbildlich dafür, dass einfach die Ordnung nicht gepasst hat und die Zuordnung und, es war wirklich so im Mittelfeld, auch vorne das Anlaufen hat nicht funktioniert. Ich glaube, Tietz und Demirovic haben ja auch relativ deutlich dann gesagt, dass diese Dreierkette jetzt nicht unbedingt das System war, in dem sie sich wohlgefühlt haben. Das war dann auch danach wirklich zu erkennen. Also nach 25 Minuten hat der Torwart dann umgestellt. Da hat es dann auch keine Rolle gespielt, dass mit Maxi Bauer eigentlich ein gelernter Innenverteidiger auf der rechten Seite gespielt hat. Aber die Mannschaft hat sich in dem 4-4-2 wieder wesentlich wohler gefühlt. Jeder wusste, was er zu tun hat. Und da hat man dann diese personellen Ausfälle wesentlich leichter verkraftet. Und Jes Toro hat ja noch sehr einen zarten Versuch unternommen, nach dem Spiel das nicht auf das System zu schieben. Aber ich glaube, letztlich musste sich schon auch eingestehen, dass das maßgeblich an der Niederlage beteiligt war. Also es ist jetzt nach dem Köln-Spiel, wo man sagen muss, bei allem Respekt, und das ist ja auch nicht strittig, was Jes Toro hier bewirkt hat, aber er hat gegen Köln, finde ich, schon gezockt. Mit der Offensivabteilung, dass Ruben Vargas eine Reihe weiter nach vorne gezogen worden ist. Er hat jetzt gegen Hoffenheim noch mehr gezockt, einfach in Form von einer Systemumstellung. Und das hat jetzt, glaube ich, schon gezeigt, wenn es jetzt geht, sollte man bis zum Ende der Saison diese Formation, die dich stark gemacht hat in der Rückrunde, auch einhalten und vielleicht auch Ruben Vargas in den potenziell wenigen Spielen, die du ihn noch hast, auf der für ihn entdeckten Zehnerposition gerne auch genau da einsetzen. Ja, ist im Endeffekt so, nach der Umstellung ist es deutlich besser geworden, eigentlich gerade so nach der Halbzeitpause. Es war so ein bisschen ohnehin das Wochenende der irren Halbzeitwechsel. Also ich habe da ja ganz kurze Exkursion. Ich war bei Heidenheim gegen Bayern und das war eine ganz vehemente Wechsel, der in der Halbzeit da von beiden Mannschaften stattgefunden hat. So krass war es jetzt am Sonntag beim FCA nicht. Wäre aber auch möglich gewesen beim FCA, dieser krasse Wandel. Also ich glaube, die Chancen waren schon wirklich da. Also das war ja das Interessante auch, dass tatsächlich nach dieser ersten halben Stunde, der so gar nicht zusammenpasste, der FCA wirklich in das Spiel gefunden hat, auch eine super Druckphase hatte nach der Halbzeit. Und letztlich dann, wenn dieser Kopfball von Bellio, der dann verlängert wird, nicht von Weghorst auf der Linie geklärt wird, dann steht es 2-2. Also dann hätte vielleicht sogar das Spiel noch komplett kippen können, hätte ich dem FCA an dem Tag wirklich zugetraut, weil die Hoffenheimer einfach viel zu passiv geworden sind und der FCA wirklich am Drücker war. Klar, mit dem dritten Tor dann am Schluss, da war es dann vorbei, aber zuvor, muss man echt sagen, war der FCA schon am Ausgleich dran. Mhm.
Es war Ilas Bebu, der einzige Spieler der TSG Hoffenheim, dem er ein Tor gönnt, denn dieser Mann ist der vielleicht einzige Grund, warum es im Sommer mit dem Klassenerhalt in dessen Spiel geklappt hat. Der hat das 1:1 gegen VfB gemacht. Deswegen sei ihm so. Ewig wird er, wenn FCA-Fans Stein im Brett haben. Ja, genau. Deswegen, das ist der einzige Spieler, der ein Tor machen darf. In dem Fall auch. Also war ja auch wirklich eine tolle Bude. Das sieht Udo Kai zwar nicht ganz gut aus, weil dann die Bude. Ja, aber war schon ein super Pass und vor allem auch richtig gut angenommen. Ja. Also das wirklich, wie er den mit der Brust da sofort mitnimmt, einen Kontakt und den dann über die Schulter von Damen schießt, muss man sagen, war schon wirklich ein gutes Tor. Ist das ein Torwartfehler? Nein, das ist wirklich aus meiner Sicht kein Torwartfehler. Ja. Also man sieht es ja bei sämtlichen Bundesliga-Torhütern inzwischen, diese Blocktechnik, die da ist, man versucht sich möglichst groß zu machen, Körperfläche macht ja auch zum Beispiel Manuel Neuer, dass man lang stehen bleibt und man muss echt sagen, Bebu hat das super gemacht, also den Ball da zwischen Kopf und Pfosten zu schießen, schafft nicht jeder. Allerdings aus dem Winkel gibt es nicht viel, ich sage es nochmal, also es gibt nicht viele Möglichkeiten, da ein Tor zu ziehen. Du musst es im Endeffekt entweder auf den ganz kurzen Pfosten, also das Torwart-Eck direkt dann vorbei machen. Oder wenn man sich den Winkel vorstellt, der steht in einem Winkel zum Torwart, wo ins lange Eck wenig geht. Aber okay, sei es drum, es war jetzt auch nicht völlig spielentscheidend. Und aber naja. Ich sag mal so eine Frage kann auch nur einer stellen, der noch nie Fußball gespielt hat. Würde Nico Schlotterbeck jetzt sagen wahrscheinlich. Nico Schlotterbeck, genau. Nico Schlotterbeck. Kein Wort über Nico Schlotterbeck hier bitte. Es steht am Ende in 3-1-Niederlage. Deswegen tun wir uns ein bisschen schwer mit der Frage nach dem Spieler des Spiels. Wir haben auf unserer WhatsApp-Seite, die ich euch allen wärmstens empfehle, also FCA Kompakt auf WhatsApp abonnieren, sage ich jetzt hier nochmal, kostet nichts, kostet kein Geld, frisst kein Heu. Das sind unsere Nachrichten, die wir über WhatsApp exportieren und euch dann mit den, naja, hoffentlich neuesten Infos zum FCA versorgen. Das kostet nichts, ihr müsst nur bei den Kanälen den Kanal abonnieren. Und da haben wir auch wieder gefragt, wer ist Spieler des Spiels? Und das wirklich mit weitem, weitem, weitem Abstand. Ermedin Demirovic. Ist Ermedin Demirovic für dich auch der Spieler des Spiels? Ah, tue ich mich diesmal tatsächlich schwer. Also bis auf die eine Szene, klar, macht er wieder sein Tor, 15 Tore in einer Saison. Also er trifft weiterhin beständig, aber tue ich mir in dem Spiel tatsächlich schwer, fand ich jetzt nicht so auffällig. Also da gibt es jetzt auch Spieler, denk da an Arne Meyer, der wirklich viel Betrieb auch gemacht hat, gerade so in der zweiten Hälfte dann in der Offensive. Ich fand jetzt auch Arne Engels nicht ganz verkehrt. Jeffrey Covelleo hat es ganz gut gemacht, der dann auch irgendwann mal Rechtsverteidiger war gegen Ende des Spiels. Also da bin ich jetzt nicht ganz bei unseren Usern im WhatsApp-Kanal, aber ja, ich glaube, Demirovic hat inzwischen so ein gutes Standing aufgrund seiner Tore und ist einfach ein Gesicht der Mannschaft. Deswegen, glaube ich, fliegen ihm die Sympathien weiterhin zu und auch in solchen Spielen. Ja, und was man wirklich sagen muss, er hat, da haben wir am Anfang hier drüber geschmunzelt, bei seiner Vorstellung gesagt, zu seinen Stärken, er ist ein eiskalter Typ vorm Tor. Aber das stimmt auch. Also der war in diesem Spiel nicht wirklich dauersichtbar. Aber die Chance, die er hatte, die hat er einfach gemacht. Ja, und das war ja eigentlich keine richtige Chance. Also es war wirklich nicht so leicht, den Ball da reinzuspitzeln. Klar, war auch ein bisschen Glück dabei. Aber Demirovic. Demirovic. Oder halt eben Arne Meyer. Ich muss auch sagen, Arne Meyer, gutes Spiel, ja, Pfostenschuss auf Vorlage von Pedersen, auch Ausgangspunkt für den Anschlusstreffer. Und das ist für mich auch wieder ein Beispiel. Deswegen, Torup hat schon was bewirkt, also gerade bei jedem einzelnen Spieler. Und für mich ist das auch wieder so ein Beispiel, dass du einen Spieler, der unglaublich gut veranlagt ist, der Talent hat, aber der eigentlich irgendwie nicht mehr in die Spur gekommen ist, jetzt plötzlich wieder wirklich gute Spiele zeigt, eine Position gefunden hat in der Raute, in der er sich wohlfühlt. Also deswegen, ein Trainer kann schon auch was bewirken. Durchaus. Ja, und Arne Meyer ist auch wirklich jemand, also das habe ich in seiner ersten sehr guten Saison, finde ich, gesehen, jemand, der einfach ein sehr cleverer Spieler ist, der gerade, wenn es um solche Dinge geht, wie wann setzt man Pressing an, wann geht man in jene Räume, also wenn er fit ist, das ist, glaube ich, immer so ein bisschen sein Problem, dass er gerne mal zu Wehwehchen aller Art neigt, nenne ich das mal ungeschützt. Wenn der fit ist und wirklich im Flow drin ist, dann sind es gar nicht so sehr die Tore, finde ich, die ihn auszeichnen, sondern tatsächlich diese Spielintelligenz, die er der Mannschaft gibt und Spielverständnis. Und das ist schon echt wichtig, gerade in so einer Phase, wo du sagst, mit dieses Rautensystem lebt ja auch davon, dass du viel verlagerst, dass du mit den Außenpositionen spielst, dass du weißt, wann gehst du jetzt drauf. Also
Es hat ja keinen Wert, dass alle vier sich im Zentrum aufhalten. Und Arne Meyer weiß ziemlich genau, wann es Zeit ist, das Spiel, wie gesagt, zu verlagern. Es gibt noch eine positive Sache von diesem Spiel zu berichten. Und die heißt mit Vornamen Mert und mit Nachnamen Kömür, denn er hat sein Debüt in der Bundesliga für den FC Augsburg gegeben. Nachwuchsspieler, sowas liest man immer gerne oder sowas sieht man immer gerne als Verantwortlicher des FC Augsburg. Man muss ja sagen, in jüngster Vergangenheit war das nicht mehr so oft der Fall, dass da Eigengewächse den Sprung in die Bundesliga geschafft haben. Auch da muss man natürlich jetzt erstmal abwarten, dass mal ein Spieler eingesetzt wird. Das gab es schon immer mal wieder, auch bei Aaron Zehnter zum Beispiel. War natürlich auch der Situation momentan geschuldet, dass wirklich viele Spieler ausgefallen sind, weil, wie du schon gesagt hast, jetzt Torup normalerweise schon auf eine Stammformation zählt und eigentlich da relativ wenig Wechsel gibt. Aber immerhin ist auch ein gutes Signal für Mert Kömür und auch für alle anderen Nachwuchsspieler des FC Augsburg, dass die Möglichkeit da ist. Und jetzt sind wir mal gespannt, ob er nochmal zu einem Einsatz kommt. Wenn die Situation so bleibt, wie sie ist, die ist ja immer noch sehr angespannt, was das Personal betrifft, dann kann schon sein, dass er noch zwei, drei Einsätze hat in dieser Saison. Mhm. Ja, und Mert Kömür, wir haben es ja wirklich vehement in dieser Viererkette gefordert, dass der endlich mal spielen soll. Eigentlich gerne auch mal, wenn es gegen Darmstadt schon 5-0 steht, kann man den vielleicht gerne auch mal früher bringen statt Sven Michel. Jetzt hat der FC Augsburg da nicht geführt in diesem Spiel, aber trotzdem ist Mert Kömür gekommen, umso besser. Damit ist er der fünftjüngste Spieler des FCA in der Bundesliga-Geschichte. Und der jüngste ist, wie jeder weiß, wer? Simon Aster. Genau, mit 17 Jahren. Nein, wir haben natürlich vorher nachgeguckt. Sind nur nicht doof, ey. Ja, sehr. Richtig. Genau, 17 Jahre, 3 Monate war Simon Aster. Dann kommt Aaron Zentner mit 18 Jahren, 3 Monaten, also schon ein ganzes Jahr. Kevin Danso auf Platz 3, Lasse Günther auf 4. Mert Kömür hat mit 18 Jahren, 8 Monaten, 21 Tagen sein Debüt gegeben bei einer 1-3-Niederlage, genau wie der Nächstplatzierte. Der 18 Jahre, 11 Monate, 30 Tage war auch bald eine 1-3-Niederlage gegen Hoffenheim. Und der heißt wie? Dicaro Pepi. Das ist Platz 6. Schöne Grüße aber nach Eindhoven. Aber das war ja kein Eigengewächs. Das war alles nur kein Eigengewächs. Das war ein eingekauftes Gewächs. Eingekauftes Gewächs, das sehr schnell wieder verpflanzt werden musste. Ja, richtig. Ja, genau. Also freut uns, dass Mert Kömür da spielt, dass er eine Chance bekommt. Ja. Was ist von den nächsten Spielen zu erwarten? Wir gucken nochmal kurz auf das Programm. Jetzt ist am Freitag das Heimspiel gegen Union Berlin. Kann man gewinnen drin. Dann ist das Auswärtsspiel gegen Frankfurt am Einsatz am 19. April. Und dann zu Hause gegen Bremen. Wir haben es immer wieder gesagt, das sind Gegner, die du schlagen kannst, die auf Augenhöhe sind, die vor allem auch den Anspruch haben, zu kicken, mitzuspielen, die nicht nur destruktiv sind. Und das kommt dem FCA ja eigentlich alles zugute. Genauso wie, auch man kann es nicht oft genug sagen, genauso wie die Spielansetzungen. Freitagabend ist die Champions League des kleinen Mannes. Und die mag der FCA besonders gerne. Ja, ich finde dieses 1-3, es war schon wirklich bitter, weil es war eine große Chance jetzt für den FCA, sich da richtig festzusetzen auf Platz 7. Man hätte da den Abstand zu Hoffenheim ausgebaut, hätte den Abstand zu Frankfurt verkürzt und umso bitterer war es jetzt eben, dass viele Spieler ausgefallen sind und wie das Spiel dann eben verlaufen ist. Nichtsdestotrotz, die Chancen sind immer noch da. Also es ist immer noch eine unglaublich spannende Situation, so gerade so zwischen Platz 6 und Platz 9. Und jetzt mit Union Berlin kommt auch wieder eine Mannschaft. Die ist, wie du schon gesagt hast, auf Augenhöhe. Wieder die Chance, sich da richtig gut zu positionieren, auf Platz 7 vorzulegen, die anderen Mannschaften unter Druck zu setzen. Klar war das jetzt ein Dämpfer im Kampf um die europäischen Plätze, auch wenn der FCA und deren Verantwortliche immer sagen werden, ja, das ist gar nicht unser Ziel, aber wenn du hinschmeckst, dann willst du das natürlich, natürlich auch. Natürlich, natürlich. Und deswegen, die nächsten 2 Spiele jetzt, oder 3 sind es sogar, Union, Frankfurt, Bremen, ja, auch wieder Spiele, in denen du punkten kannst, in denen du Konkurrenten auf Abstand halten kannst. Frankfurt kannst du sogar richtig unter Druck setzen. Also es ist noch alles drin. Die letzten 3 Spiele werden dann doch ein bisschen schwieriger. Ja, genau, da geht's dann nämlich gegen Aue, Fürth und Regensburg. Nein, dann, wie wir alle wissen, stehen zum Schluss Dortmund, Stuttgart, Leverkusen an. Wobei, ich sag auch, Leverkusen, wenn da vielleicht mal der Druck abfällt, weil man da eben schon seit 2, 3 Spieltagen Meister ist, man weiß es nicht. Aber nee, davon sollte man jetzt eher nicht ausgehen, dass man da noch Punkte holen sollte, besonders viele. Aber muss man auch dazu sagen, auch gerade so diese Mannschaften, so mit Bremen und auch Union, die da alle irgendwie mitschwören, Hoffenheim, die spielen auch alle noch gegen die Großen.
großen. Mhm. Also ich spiele auch hauptsächlich gegen Bayern, Leverkusen und so. Also das kann sich schon alles auch irgendwie ausgleichen. Dann. Mhm. Also umso wichtiger, jetzt direkte Duelle, Punkte. Punkte immer gut, Punkte immer gut. Immer gut, immer gut. Immer gut. So, und außerdem kommt da ja auch noch Heidenheim von hinten ran. Also sie sind auch noch 3 Punkte weg. Das wäre natürlich auch Wahnsinn. Ja, genau. Heidenheim im Europapokal. Why not? Also in der Saison ist wirklich alles möglich. Und auch da muss man sagen, es kann ja sogar sein, dass der Platz 8 noch reicht. Weil es ist immer noch in der Verlosung, dass die Bundesliga im Zuge der Champions-League-Reform einen 5. Champions-League-Platz abstaubt. Das hängt davon ab, wie die Bundesliga sich in der Einjahreswertung schlägt. Da ist derzeit Italien Erster, Deutschland Zweiter mit der Bundesliga. Und dann kommt aber auch schon die Premier League. Und da wissen wir auch in einer oder 2 Wochen mehr, wenn dann die Euroleague, Conference League und Champions League Spiele vorbei sind. Da wird übrigens Conference League wie Champions League gezählt, ne? Jeder Punkt zählt gleich. Richtig. Aber deswegen ist auch wichtig, dass Leverkusen gegen West Ham und so Bayern gegen Arsenal viel für den FCA tun. Das stimmt. So kann man es übrigens auch mal sehen. Also jeder Sieg einer deutschen gegen eine englische Mannschaft hilft auch dem FCA. Und da würde sogar Platz 8 reichen. Jetzt fehlt noch, wenn dieses Spiel ein Lied wäre, dann wäre es diesmal von Dub Kasman, einer Dub-Raggy-Band, und die heißt Wrong System. Denn Wrong System, lieber Jesdoro, war das, was am Sonntag in Hoffenheim zu sehen war. Es ist leider so. Bei allem Lob, das wir hier für Jesdoro auch schon mal hatten, und es war auch gut gemeint, aber das Gegenteil von gut gemeint ist mal oft auch gut gemacht. Aber es gibt mehrere Erkenntnisse aus dieser Partie, die einem, glaube ich, dann auch weiterhelfen und die positiv für die kurz-, mittel- und langfristige Zukunft da ausschauen. So, das soll es diesmal gewesen sein. Sage ich vielen Dank fürs Mitschnacken, fürs Mithören. Und für euch ans Mithören, ans Mitbewerten, ans Mitweitersagen und ans Abonnieren unseres sensationell guten WhatsApp-Kanals, bei dem ihr abstimmen dürft, wer das Spiel des Spiels ist. Unter anderem, aber auch sonst intime Einblicke bekommt. Ich weiß gar nicht, was hat der Kollege Götz neulich wieder gemacht? Verrückte Sachen. Also da seid ihr ganz nah dran auf alle Fälle. So, in diesem Sinne, vielen Dank, Johannes, fürs Mitsprechen. Bitte, bitte. Und vielen Dank an euch und wir hören uns in der Woche wieder. Sind wir schlauer. Bis dahin. Ciao. Servus. Das war die Viererkette, der FCA-Podcast der Augsburger Allgemein.